Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ich bin Saksuro und in diesem Video geht es darum, 4 Fotografen, ein Model. Das ist eine Hommage, angelehnt an Jessicas Kubaisis Video. Sie hat das alles schon mal gemacht auf Englisch, wir probieren das heute auf Deutsch aus. Das ist meine Sicht des Videos. Der liebe Tobi hat auch eine Version gemacht, die findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie das Original von Jessica. Viel Spaß mit dem Video. Okay, alles klar. So, wir haben uns heute hier zu einer kleinen Challenge getroffen. Wir sind zu viert, 4 Fotografen und ein Model, das ist die Maria. Ich stelle es einmal kurz vor, und zwar treffen wir uns hier an 4 verschiedenen Locations mit jeweils einem Outfit, die gute Maria zu fotografieren. Und wir haben das als kleine Challenge aufgezogen in der Hinsicht, dass wir halt jeder nur 3 Minuten für die Fotos haben. Und genau, danach wird getauscht und jeder versucht in diesen 3 Minuten sein bestes Foto zu machen. Und das wird ein Spaß, ja. So, und ich habe die Ehre, ich fange einfach mal an, ne? Also ich bin der Tobi, ich komme aus Bochum, ich mache Porträtfotos, manchmal Hochzeiten. Und genau, ja. Ich benutze eine Sony-Kamera und habe heute oder werde heute mit dem 24mm 1.4 von Sony fotografieren. Ja, hi, ich bin Lina, 23, auch aus Bochum, und ich fotografiere heute auch mit der Sony und mit einem Sigma 35mm 1.2. Okay, hallo Leute, ich bin Merve, ich bin auch Bochum. Aus Bochum, sorry. Ich bin auch ein Portrait-Fotografin und heute benutze ich Sony Alpha 6000 und 30mm. Danke. Bitte. Hi, ich heiße Maria, ich bin Model und ich komme aus Bochum. Hi, ich bin René, 24 Jahre alt und ich werde heute mit der Sony A7 III und 35mm Sigma die Fotos machen. Willkommen an Location Nummer 1 dieser roten Tür. Das ist die Location von Tobi. Jeder von uns Vieren hat sich eine Location ausgesucht und ein Outfit dazu. Das ist Outfit Nummer 1. Jeder, der sich die Location ausgesucht hat, fängt bei der jeweiligen Location als Erster an zu fotografieren. Man hat 3 Minuten Zeit, deswegen fängt jetzt hier Tobi an und ihr könnt ihn dabei zuschauen. Viel Spaß! Im Anschluss zeige ich immer einen GoPro-Clip, der meine Sicht oder das zeigt, was ich ungefähr gesehen habe, als ich an der Reihe war und meine 3 Minuten Zeit zum Fotografieren hatte. Geht da sehr gut. Das ist cool, ja. Immer Rücken gerade. Und das ist nice. Stell dich einmal hin. Und genau, bleib mal so mittig. Ich gucke mal von unten das Foto. Komm ein bisschen auf mich zu noch. Genau, ein bisschen nach da stellen. Perfekt, wieder ein Stück zurück. Ja, genau dort. Oh, das Licht ist cool. Okay, okay. Ja, René, brauchen noch 2 Fotos. Das ist cool. Das Licht ist nice. Da erstmal die Leute durchlassen. Das ist hier die Challenge. Okay, nächste Idee wäre einmal, könntest du dich hier hinsetzen? Nein, das reicht. Okay, dann komm mal ran mit. Einmal zu meiner Verteidigung. Ich hatte ein bisschen Pech an Location Nummer 1. Eine Anwohnerin kam aus dem Haus raus und hat quasi meine eine Idee unterbrochen. Somit war ich ein bisschen irritiert, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und kleine Verzeihung, dass das Bild nicht ganz perfekt ausgerichtet ist. Die GoPro hat vielleicht immer ein bisschen daneben gerichtet und nicht perfekt dahin, wo ich hinschaue. Da werde ich demnächst noch dran arbeiten. Lehn dich hinten einmal an. Anlehnen hinten. Mhm. Perfekt, genau. Noch 1 Minute. Okay. Jetzt mal kurz in die Kamera. Boah, heftig. Wo ist die Kamera? Komm mal ein Stück nach vorne. Ja. Genau, aber mittiger, also genau dort. Mhm. Und genau, jetzt guck einmal hoch zu mir. Einmal hochgucken zu mir? Ja. Den Arm einmal hoch. Genau, Arm einmal hoch. 30 Sekunden noch. Kopf nach hinten? Ja. Kopf nach hinten so ein bisschen? Ja. Das ist cool. Ja. Denke. Fertig? Ja. Vor der Zeit. Heftig. Ja, weil meine Idee ist halt weg. Ich wollte unbedingt, dass sie da sitzt. Das hier sind unsere 4 Ergebnisse von der ersten Location. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Bild ihr am meisten mögt. Auf geht's zur nächsten. Okay, auf zum zweiten Spot. Ja.
an der zweiten Location angekommen, vor dem Schauspielhaus in Düsseldorf. Diese Location ist von Merve, deswegen fängt sie auch an mit dem Shooting. Ich würde nur vorab einmal fragen, schaffst du es auf so einen Stein hier drauf? Stehe. Stehen? Ja, kein Problem. Okay, und sitzen wahrscheinlich dann. Okay. Sitzen oder stehen? Warte, wir haben noch die Zeit noch gar nicht. Ich mach. Okay. Okay, warte. Ja, und go. Setz dich einmal hier hin. Habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Nein, das ist cool. Guck mal immer nach da hin, zum Licht. Ja. Einmal die Rose wieder in den Ausschnitt stecken. Das ist so, wie es vorher war, genau. Ja. Kann ich einmal draufstellen. Stehen? Einmal stehen, auf dem... Okay, die Hand. Oh, danke. So, einmal schön so, richtig lässig. Okay, ja. Ja, oder so, so posen. Ja. Oi, oi, oi. Okay. Dann würde ich einmal dich da runter bitten. So, dann gehen wir einmal nach hier vorne. Geht das so? Okay. Scheiße. Kannst du dich hier hinstellen? Dass du hier stehst? Mhm. Und dann bleib ich hier. Ich hoffe, das ist überhaupt was Cooles hier. Nein, das ist nicht so, aber egal. Machen wir lieber was anderes. Andere? Ja, geh näher ran. Ich hätte gerne... Ich überlege gerade. Hier. Hier ist cool. Ja, okay, ich habe ja Zeit. Ich habe ja 3 Minuten. Ja. So. Einmal stell dich hier vorne hin. Okay. Genau. So, stopp. Kannst du einmal die Rose an die Hose stecken? Genau, so. Nass? Egal, scheiße. Lehn dich mal so ein bisschen zu mir rüber, so zu mir hinlehnen. Genau, so. Das ist cool. Kannst du dich hinhocken? Kannst du einmal in die Hocke gehen? Okay, dann kannst du die Rose da wegnehmen. Rose weg? Genau, in der Hand. So, noch, genau, nach vorne so. Ja. 10 Sekunden. Okay. 1. Okay. Ey, danke dir. Oh nee, meine Hose ist voll nass. Auch hier wieder die unterschiedlichen Ergebnisse von der zweiten Location von allen 4 Teilnehmern. Ich finde es echt spannend, wie verschieden wir da rangegangen sind. Also schreibt echt mal gerne eure Favoriten in die Kommentare. Location Nummer 3. Ich habe sie mir ausgesucht, also fange ich an. Viel Spaß mit der GoPro-Aufnahme. Ich muss warten, oder? Seid ihr? Ja, seid ihr soweit? Ja, es werden eh nicht weniger Menschen, also... Okay, dann 3, 2, 1, go. Okay. Ah, du gehst sogar rein, okay. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Das sieht cool aus. Genau, mit ein bisschen mit dem Mantel so werfen, genau. Bewegt den so, ja, das sieht cool aus. Genau, geh nochmal einen Schritt nach hinten. Genau, wenn du so gehst, dann komm mal so auf mich zu. Das Gehen ist richtig cool. Das macht so Wasserbewegungen. Also beweg dich auf mich zu. So langsam auf mich zukommen, ja?
Ja, ein bisschen gehen. Genau, genau, genau. Okay. Und go. Ja, das ist cool. Und nochmal. Genau, genau. Come back. Wow. Okay, einmal nach links ein bisschen. Genau. Und go. Diese Musik ist einfach. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Okay, kannst du noch mal ein paar Schritte nach hinten gehen, wirklich? Genau, genau. Und jetzt. Scheiße. Das sieht cool aus. Okay, beweg dich noch mal so, dreh noch mal genau, genau so. Ja. Das sieht cool aus. Und komm noch mal auf mich zu. Auf mich zukommen nochmal, geh mal ein paar Schritte nach vorne. Nach vorne noch zu mir. Genau, genau. Okay, raus da. Wir gehen einmal. Okay, dann gehen wir einmal da vorne hin zu dem. Stell dich einmal hier an die Wand. Irgendwie so. Ja, kein Stress. Gar kein Stress. Okay, ready? Okay, und go. Sehr cool. Ein Ganzkörpershot. Sieht nice aus. Guck mal da drüben nochmal. Ja. Einmal lächeln. Lass auch freundlich gucken. Smile. Sehr cool. Wie viel Zeit habe ich noch? Time? Nein. Hallo. 1-0. Okay. Das war gut. Danke dir. Thank you. Juhu. Das ist das Teamwork zwischen Fotograf und Model. Aber wenn man so ein tolles Model hat, dann kann man. Ich weiß ja, dass ich gut bin. Der Sonne ist so geil im Rücken. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Ich hab geschafft. 1, 2, 3. Na, okay, das ist dann für die Outtakes. Ich muss ein bisschen nach vorne mit dem Oberkörper. Ich konnte das auch gar nicht sehen. Das sieht sehr cool aus. Location Nummer 3 von mir ausgesucht. Das sind die 4 Ergebnisse. Ich bin gespannt, welches davon euer Favorit ist. Auf geht's zur nächsten. Zum Abschluss die 4. Location. Leider nicht so wie geplant, da eine Baustelle die eigentliche Location versperrt. Wurde spontan sich für diese Location hier entschieden. Von der lieben Lina. Viel Spaß damit. Spot genießt. 20 Sekunden noch. Okay. Okay, dann los. Okay. Oh mein Gott, Geschenk von Gott. Kannst du dich da in die Ecke stellen? Reflektor. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das, ich hoffe, ja. Ich kann dir helfen, aber mach ich. Oh, sehr nett. Sympathisch. Sympathisch, das gefällt mir. Das gefällt euch? Ja, natürlich. Okay, stell dich einmal jetzt hier hin und guck einmal durch. Einmal so. Dann. Ja, nee, also. Ist überhaupt nicht geklaut, die Idee. Also eigentlich hatte ich sie zuerst. Okay. Geh mal ein bisschen in die Hocke, also ein bisschen in die Knie gehen, genau. Und halt das ein bisschen so. Und jetzt versuch mal durchzugucken. Genau. Guck mal zu mir so leicht. Genau, geh mal ein bisschen näher ran. Mit dem Kopf näher ran. Also näher ran mit dem Kopf. Okay. Ja, genau. Und jetzt zu mir gucken. Ja. Okay, stell dich nochmal, lehn dich da mal an. Zwei Minuten. Genau. Zwei Momente.
Ja, nee, mit der einer Schulter, genau so, genau so. Hm, stell dich nochmal hier hin, ich finde die Pose doch besser. So. Und dann über die Schulter gucken, okay? Das war aber. Ich bin jetzt gerade einfach nur super neidisch, dass sie diese Sonne nicht bekommen hat und überlegt, ob sie einfach gerade aus Spaß nochmal so shootet, weil sie es gut findet. Würde ich auch machen. Sehr cool. Stell dich einmal hier hin, bitte. Komm mal ein bisschen näher. Genau, stell dich da einmal hin, ein bisschen breitbeiniger, genau. Und... Fuck, ich muss... Wo muss ich denn hin? In den Busch hier, oder was? Das ist ein Baum, René. Ja, aber... Das stimmt auch wieder. Okay. Eine Minute? Nein. Das hier sind unsere vier letzten Ergebnisse für dieses Shooting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt noch ein paar abschließende Worte. In Düsseldorf hat Spaß gemacht. So, wie ihr seht, es ist abends. Wir sind durch. Ja, wie fandet ihr das? Wart ihr zufrieden mit euren Spots? Wart ihr zufrieden mit unserem wundervollen Model? Ich war sehr zufrieden mit dem wundervollen Model. Danke noch hier übrigens, dass du den zweiten Weg hier vielen Dank an dich. Nach Düsseldorf, genau. Die Spots waren nicht immer ganz einfach. War ein bisschen unerwartet. Leider ist mein Spot ein bisschen überfüllt gewesen. Wir hatten das pre-gescoutet. Und es war nichts los. Es war wirklich tote Hose. Ja, und heute war einfach ein Fest da, so ein kleines Straßenfest. Ja, aber nicht ganz so schlimm wie bei mir. Mein Spot war gar nicht verfügbar. Ja. Improvisation hat ganz gut geklappt für alle anderen, außer für mich. Warst du zufrieden? Doch, hat Spaß gemacht, euch alle kennenzulernen so. Und ich denke, es sind einfach gute Fotos entstanden. Und wir hatten alle Spaß, das ist wichtig. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was sagst du? Bist du zufrieden mit dir selber auch? Ja, ich bin auch zufrieden. Auch Fotos und mit euch. Oh. Ja. Danke für diese... Vielen lieben Dank. Danke für diesen Tag zu Tobi. Aber, ne? Genau, danke Tobi. Vielen Dank. Ja, ich bin sehr gefreut. Hast du es genossen? Ja, danke für alles. Ich glaube, Foto werden sehr schön. Ja, ich denke das auch. Denke auch. Schöne Fotos haben, glaube ich. Ja. Ein tolles Model, gute Fotos. Genau, okay, perfekt. Gut, dann hoffen wir, dass wir es bald wieder machen. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Wenn ihr es mögt, schreibt mir es gerne in die Kommentare, dann gibt es demnächst mehr davon. Über ein Like, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao.